Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Hearts of Iron 4, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Wir sind hier in einer äußerst prekären Situation und werden versuchen, hier jetzt einfach nochmal ein bisschen Land zu gewinnen, auch wenn es wahrscheinlich nicht ganz so einfach ist. Die Briten hier machen uns hier gerade eben ordentlich Kopfzerbrechen, wie ihr seht. Aber das Schöne ist, sie leiden auch. Und dieses Leid möchte ich gerne jetzt hier mal ausgenutzt sehen, indem ich sie jetzt hoffentlich hier rausboxen darf. Aber ihr seht, meine Männer sind hierzu nichts zu gebrauchen. Die kriegen wirklich nichts hin. Es ist einfach wirklich ein Trauerspiel, ich sag's euch. So, hier wurden wir nochmal ein bisschen zurückgepusht. Da oben versuchen die Briten immer noch ihr Bestes. Hier kämpfen sie gegen Italien. Vielleicht klappt das hier. Das hier ist momentan doof. Vor allem, weil wir halt immer weiter zurückgepusht werden. Und dadurch jetzt hier Länder wieder verlieren, die uns hier eventuell anders geholfen hätten. Gucken wir mal, wie die Sachlage jetzt hier gerade eben läuft, ne? Okay, also das scheint jetzt hier dann doch zu klappen. Komischerweise klappt das hier nicht. Obwohl wir von mehreren Seiten angreifen. Okay, der Hauptangriff kommt über den Fluss. Das ist natürlich ein Malus. Und jetzt sind schon drei Stück drin. Wir müssen einfach mal abwarten, ne? Also, noch haben wir ja nicht verloren. Fabrikumbau hilft mir alles nicht. Jetzt machen wir nochmal hier Kriegspropaganda, Freunde, gegen Portugal. Ist hier gerade eben wieder Länder zurückerobern, was wir ja nicht gutheißen können. So, jetzt haben wir immerhin ja schon die volle Artillerieproduktion am Laufen. Den Teil feiere ich, den Teil hier nicht. Okay. Also, wir stehen jetzt hier und gucken dumm aus der Wäsche. Das ist unser großer Masterplan, ne? Ich versuche jetzt mal hier, denen hier so ein bisschen den Tag zu verderben. Jetzt probieren wir hier einfach nochmal denselben Angriff von der anderen Seite. Und ich glaube, weil das jetzt hier ein Angriff ist, der nicht über den Fluss geht, könnte der sogar klappen. Mit Betonung auf könnte. Das Wichtige ist, dass wir sie jetzt hier immer weiter zusammenschieben, wo sie quasi keine weiteren Versorgungen mehr hier erhalten. Wir erhalten hier zum Glück noch toi 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 Versorgung. Ich glaube, hier gibt es überhaupt gar keinen Versorgungsknoten an der Stelle, ne? Nee. Auch für uns gibt es hier keine Versorgungsknoten, wie ihr seht. Ich muss, glaube ich, mal einstellen, dass die jetzt hier mal Autos bekommen, sonst haben die nämlich hier ein richtiges Problem. Und ihr bekommt auch Autos. Dann bekommen wir nämlich vielleicht die Situation an den Flanken in den Griff. Vielleicht. Garantien spreche ich schon lange keine mehr aus. Guck mal, ob wir die jetzt hier noch rausgeboxt bekommen. Versuchen wir immer noch anzugreifen. Hier haben sie wieder Land aufgegeben. Was kurios ist. Russland, ich wäre total Fan davon, wenn du hier mit mehr Truppen vorbeikommen könntest und mir helfen würdest. Ist nur so ein Gedanke. Ist nur so ein Gedanke. Ich verbrauche gerade eben immer noch Munition und immer noch LKWs. Und ich würde sehr, sehr gerne nochmal meine Stabilität erhöhen. Aber jetzt haben wir immer gleich die Cup-Corps durch. Das ist ja auch schon mal erfreulich und erbaulich. So, jetzt haben wir nämlich die ganzen Mali endlich abgebaut. So, wir werden jetzt Madagaskar fordern. In der Hoffnung, dass Vichy-Frankreich, wo ich jetzt hier nochmal die Beziehungen verbessern muss, weil es schon wieder so lange her ist, uns nicht vergessen hat. Und bei dir mache ich genau das gleiche. Beziehungen verbessern. Außerdem bekommst du mein Attaché. Mongolei, Tanatuba. Ja.
Dann, Freunde, guck mal, was wir machen. Rauch und Feuer, Durchbruch plus 5%, Taktik plus 100%, Pionierausbildung, akademische Stipendien, perfekte Vorbereitung, Planung und Logistik. Nehme ich. Rauch und Feuer, nehme ich. Unterstützt es gerade eben mal, dass es hier mal schneller geht. Das wäre nämlich ein harter Schlag, wenn ich die jetzt hier so keilen könnte. Ah, hier gibt es immer noch irgendwelche dummen Angriffe. Okay, sie sind geprügelt. Ihr marschiert da jetzt rein. Ich kann hier nochmal wieder ein bisschen mitmachen in der Seite. Von der Seite auch. Hier greift die jetzt hier noch an. Mit Unterstützung von der Seite. Und ihr greift die jetzt hier noch an. Angeblich schaffen die das. Norwegen hat mal wieder kapituliert. Sag mal, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass das hier einfach nicht klappen will. Wie lange brauchen die denn? Ja, der will hier Luanda wiederholen. Okay, wir machen jetzt hier wieder Plus. Hier nur noch ein bisschen Minus. Das bisschen Minus ist das, was mich so fertig macht. Überhaupt Minus machen ist das, was mich fertig macht. Komm schon, go, 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 go. Können wir vielleicht hier 4 Einheiten hier... Ne, können wir nicht. Die werden es, glaube ich, rechtzeitig rausschaffen. Aber schafft ihr das heute noch, da rein zu marschieren? Nicht zu glauben. Und jetzt greifen sie wieder an. Er geht darüber zum Helfen. Wir haben noch mehr Artillerieboni. Hier arbeiten wir auch noch an einem weiteren Bonus. Ich habe die Aufklärung noch gar nicht alles, ne? Das ist halt alles Zeug, was mir noch nicht wirklich was bringt. Weil ich einfach nicht genügend Fabriken habe. Ich mache so Fantasieforschungen mit Südafrika. Auch Schiffe wären Fantasieforschungen. Sind wir mal ehrlich, es ist alles Fantasie. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin, irgendwann mal die Linie hier zu stallen. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich würde mal sagen, maximale Verschanzung. Komm, wir gehen jetzt mal auf die Defensivdoktrin. Einfach weil es momentan für uns die sinnvollste Entscheidung ist. Es ist die sinnvollste Entscheidung. Wie lange braucht der jetzt da noch rein? 12 Stunden. Wie lange brauchst du noch rein? Okay, er hat es noch rechtzeitig reingeschafft. Nur um dann auch wieder aufs Maul zu bekommen. Wisst ihr, das Problem ist, ich habe schon ganz, ganz viele Sachen hin und her probiert. Und egal wie du es drehst und wendest, es fehlt immer irgendetwas. Egal was, also entweder fehlt dir die Zusatzmedaillen, entweder fehlt dir die Artillerie oder die Waffen. Oder die LKWs und hast überhaupt gar keine Versorgung mehr. Also egal was du tust, dir fehlt bei dieser Nation immer irgendwas. Es sind halt einfach ein paar Sachen einfach zu wenig. Das ist eine völlig kaputte Nation. So, jetzt boxen wir die hier auch noch raus. Geil, die haben sogar schon die ganze Einheit verloren. Weiß nicht, bei welcher Gelegenheit das passiert ist, aber sie freut mich nicht. Immerhin machen wir jetzt hier richtig Artillerie. Das ist doch schon mal was. Okay, ich gönne euch mehr Männer und damit auch ein bisschen mehr Zähigkeit und ein bisschen mehr Waffen. Der Scheiß muss jetzt halt bloß an die Front kommen.
Irgendwann in 2 Jahren haben wir genügend Artillerie, ich verspreche es euch. Aber bis dahin heißt es durchhalten. Vor allem, weil uns immer noch die Fabriken fehlen. Ja, die haben das jetzt hier abgebrochen. Das Thema ist jetzt hier erstmal durch. Das Thema ist jetzt erstmal durch, Freunde. Das heißt, wir machen einfach noch mehr Waffenfabriken. Landbeschlagnahmung? Nö, machen wir bestimmt nicht. Kriegswirtschaft. Endlich haben wir fast 15 Fabriken. Fast. Und trotzdem nur 13. So, der Russe schickt mir noch mal ein bisschen was. Ein bisschen Spielzeug. Und das kann man es ja kaum nennen. Okay, und dieser Push scheint sogar zu funktionieren. Hier drüben haben wir halt ein Riesenproblem, ne? Die schieben uns jetzt halt Stück für Stück zurück. Das Gemeine ist, dass die Russen sich halt leider nicht bemühen, um uns zu helfen. Aber die kämpfen halt auch schon hier massiv mit anderen Dingen. Sind wir mal ehrlich. Was hat er denn hier alles am Laufen? Sowjetische Akademie der Wissenschaften, die Rote Flotte, Wahnsinn. 5-Jahresplan, Rüstungsindustrie, das Politbüro, die Rote Armee. Ja. Sowjetische Luftwaffe, alles klar. Attaché empfangen, genau, verzweifelte Maßnahmen, bla bla bla. Also, da ist eine Menge drin, aber sie haben halt, weil wir halt jetzt als Angreifer gelten, nicht den großen Vaterländischen Krieg. Also das Ding hier müssen wir halt einfach behalten. Die haben jetzt halt hier die bessere Versorgung, ne? Versorgung ist halt hier das A und O. Und wie ihr seht, bekommen wir hier schon wieder aufs Maul. Also sie pushen uns jetzt halt einfach konsequent. Ohne dass sie viel dagegen machen können. Tja, Freunde. Was machen wir da bloß? Immerhin haben wir jetzt hier nochmal eine weitere Fabrik, die viel zu wenig... Also jetzt kann ich das ja tatsächlich mal machen. Aber ich habe auch einfach gar nicht genügend Konvois, um das alles zu holen. Das ist ja das nächste Thema, ne? Ich muss eigentlich, wenn ich jetzt hier Madagaskar fordern gemacht habe, gucken, dass ich nochmal irgendwie mal anfange, Konvois zu produzieren. Jetzt bin ich gespannt, ob das mit Madagaskar funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, ist das quasi das Fernal für alles, was hier an Südafrika schief läuft. Und damit meine ich alles. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und. Komm, gib mir den Fokus. Gib mir den Fokus. Madagaskar fordern. Südafrikanischer Druck auf Frankreich. Nach der überraschenden Niederlage, die Frankreich in seiner Heimat erlitten hat, wird die Legitimität seiner Kolonialreiche in Frage gestellt. Die Regierungen von der Sowjetunion und der sozialistischen Stadt Motapa haben gemeinsam erklärt, dass Frankreich nicht länger zuzutrauen ist, die Ordnung in Madagaskar aufrechtzuerhalten. Sie verlangen, dass die Insel in den sozialistischen Staat Motapa übergeben wird. Bei uns läuft es ja sehr viel besser. Die französische Regierung muss die Frage erörtern. Verteidigungsexperten halten es für unwahrscheinlich, dass die dezimierten französischen Truppen die Insel im Kriegsfall verteidigen können. Ja, jetzt gucken wir mal, ob sie ja sagen. Vichy Frankreich lädt ab. Es ist halt einfach... pures RNG, Leute. Es ist einfach pures RNG. Tja, dann müssen wir halt auf Gewalt zurückgreifen. Das habe ich halt einen theoretischen permanenten Kriegsgrund, aber der hilft mir halt einfach überhaupt nicht weiter. Wir machen jetzt das hier. Oh Mann, ich sag's euch. Das ist einfach so grausam. Ich habe es einmal gesehen, dass es klappt, ne? Aber
Das war auch ausgerechnet auch mein allererster Try damit. Mein allererster Versuch hat damit funktioniert. Aber halt auch nur der. Das ist das Grausame an der ganzen Sache. Und wir haben überall eine Unterlegenheitssituation, ne? Ihr seht's einfach. Wir sind einfach hoffnungslos unterlegen. Und die große Preise. Also, ich hab's, Leute, ich kann euch versichern, ich hab's auch schon nur mit Gewehren versucht. Also, dass man wirklich ohne Artillerie, ohne Klimbim. Du hast keine Chance, egal in welcher Kombination. Ich hab's auch schon mit Paratroopern versucht, um irgendwie Sachen einzunehmen. Schaffst du nicht. Die haben aus irgendeinem Grund immer da hinten noch irgendwelche Truppen versteckt, die dann plötzlich instant, du bist kaum gelandet, zack, wirst du gepinkt. Das ist, als ob sie hinbeamen würden. Ach ja. Hier steht ja spannend. Seid ihr sicher, dass ihr hier richtig steht? Man weiß es nicht. Die schöne Sache ist, umso weiter sie kommen, desto eher werden wir jetzt hier wiederum durchhalten. Verteidigung. Erzwingen. Verteidigung. Erzwingen. Gehen wir mal mit der Geschwindigkeit hoch und gucken mal, ob sich die Sachlage für uns irgendwann mal verbessert. Immerhin machen wir jetzt ja wieder Plus. Wir machen endlich mal überall Plus. Das ist echt schön. Oh wei, oh wei, oh wei. Die haben halt noch ein Problem. Versucht die jetzt mal ein bisschen zu entlasten. Aber wir verlieren es halt überall. Na guck mal, die haben überall eine krasse Überlegenheit. Die Frage ist halt, wo soll man halt all diese Knarren herbekommen, ne? Es ist halt das riesige Problem. Oh oh. Oh. Was ist mit ihm jetzt hier los? Hä? Hat er doch hier gerade eben irgendwie einen Wert? Jetzt ist er wieder weg. Das Kind hat kapituliert. Cool. Ja, ich fände es jetzt voll geil, übrigens, Sowjetunion, wenn du die Muße hättest, dann einfach mal zu mir zu kommen. Das fände ich voll gut. Du hast ja schließlich auch ein paar Männer. Ich gebe weiter noch nicht so viel, wie du haben könntest, aber das würde mir sehr helfen. Und unserer Sache insgesamt. Okay, das sieht hier gerade eben alles andere als gut aus. Folgendes. Wir können diese Linie nicht halten. Ich mache jetzt mal eine Fallback-Line. Hier. Besser geht's nicht. Und seht zu, dass ihr euch beeilt. Das nehme ich jetzt hier raus. Das ist nicht mehr wichtig. Wie gesagt, wir machen jetzt hier eine Fallback-Line. Sowjetunion beansprucht Bessarabien. Verbesserte Ausrüstung haben wir jetzt hier geholt. Okay, das ist ja schon mal ganz gut. Ich hätte gerne noch mehr Bauplätze. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Komm, beeil dich. Ach, der wurde geschlagen. Der zieht sich geschlagen zurück. Ja, das ist dann wieder mal ganz großartig. Planungsgeschwindigkeit. Ich finde es toll, dass du Planungsgeschwindigkeit hast, aber ganz im Ernst, ich fände andere Fähigkeiten sehr viel ratsamer gerade eben. So, der hat es auch rausgeschafft. Warum rennst du da runter? Du hast hier nichts verloren. Warum? Ach so, weil er das da oben ja auch noch holen soll. Nee, 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 das brechen wir da oben jetzt auch ab. Bewegt euch schnell. Dann stehen wir nämlich jetzt hier mal ein bisschen dichter aufeinander. Und vorbereiteter. Und dann haben die vielleicht dann nicht mehr so viel zu lachen, wenn ich Glück habe. Wenn ich Glück habe. Glaubt ihr, dass ich Glück habe? Also ich ja nicht.
Hallo, russisches Pferdchen. Oh, ich kann verbesserte Bedingungen für Arbeiter endlich machen. Wir bekommen eine Seeanlandung irgendwo. Ach, hier. Wie nett. Ja, das Pferdchen muss da jetzt halt durch. Okay. Jetzt haben wir diese Position gefunden. Das finde ich auch in Ordnung. Nein, ihr müsst das hier nicht angreifen. Nein, ihr müsst das jetzt hier nicht angreifen. Was soll denn das? Lasst denen doch ihre Freude. Ihr sollt euch einfach nur ganz locker verteilen. Jetzt wieder entlang der Linie, so wie wir es früher auch schon gemacht haben. Und dann machen wir noch ein bisschen Baugeschwindigkeit da rein. Ne? Also wir bauen jetzt erstmal unseren Kram auf. Warum will da schon wieder jemand kämpfen? Ich verstehe es nicht. Make peace, not war. Und jetzt machen wir das da. Wir holen uns noch aus der Sowjetunion ein bisschen Stahl. Dass wir das alles problemlos bauen können. Dann kann ich noch mehr Zeug problemlos reinholen. Ja, soviel zum Thema problemlos. Wir machen jetzt hier noch einmal schwere Maschinen. Dann haben wir die Wirtschaft abgeschlossen. Warum greift hier schon wieder einer an? Was ist falsch mit euch, Männer? Ey, ganz im Ernst, ich frage mich die ganze Zeit, warum es hier ständig zu irgendwelchen dämlichen Angriffen kommt. So, und jetzt halten wir erstmal hier die Stellung. Ich sorge jetzt mal dafür, dass die jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Schmackes bekommen. So, dann ist das nämlich jetzt hier auch eine 6er Breite. Und damit kann die schon mehr halten als zuvor. Hier fehlen mir halt einfach noch andere Ausrüstungsgegenstände. Jetzt fehlen mir zwar auch 2800 Waffen, was problematisch ist, aber damit kommen wir schon klar. Damit werden wir schon früher oder später klarkommen. Wir produzieren natürlich auch noch mehr Waffen. Vielleicht schicken mir die Sowjets ja auch noch ein paar Waffen. Leibpacht anfragen. Sieht mit Gewehren aus. Er sagt ja. 2500 schickt er mir. Gut. Ich habe keine Ahnung, warum der schon wieder hier meint, angreifen zu müssen. Das ist so dumm, ne? Also, weil sie halt das hier unbedingt verteidigen wollen, will er halt auch unbedingt da angreifen. Nehmt das jetzt hier mal raus. Ihr habt hier nichts mehr verloren. Ihr kümmert euch nur noch da unten um irgendetwas. Die wollen halt den Gegner direkt schon wegverdrängen. Von der potenziell eroberbaren Position. Und das ist halt echt nicht geil. Für uns. Wir machen das da. So, uns fehlen immer noch 2300 Knarren. Oh, die Russen haben den ersten Panzer geschickt. Italiens kämpft ja auch. Oh, die haben es tatsächlich geschafft, das hier einzunehmen. Also wie gesagt, für uns ist es einmal die Sache, die, dass wir jetzt mit unserer aktuellen Situation erstmal lernen müssen, umzugehen. Und dann irgendwann mal anzugreifen. Was sagt der Nachschub? Der Nachschub hier aus unserer Sicht ist sehr gut. Aber wir sind noch nicht so weit von unserer Hauptstadt entfernt. Hier gibt es auch noch einige Nachschubknoten. Da oben hat es ja auch nochmal zwei Nachschubknoten. Also hier ist es tippitoppi. Hier könnte es besser sein. Tatsächlich könnte ich da irgendwann mal einen Nachschubknoten theoretisch hinbauen. Ich würde aber am liebsten eigentlich woanders einen Nachschubknoten hinbauen. So, das ist übrigens die letzte Fabrik, die ich jetzt hier noch setzen kann. Ja, dann muss ich vielleicht doch diesen Nachschubknoten demnächst mal strategisch clever hier hin machen. Dann zweige ich das, glaube ich, tatsächlich echt hier ab. Oder?
Oder hier so hin. Ja, so. Direkt auf Stufe 2. Diese Eisenbahnlinie kann ich später noch woanders hin machen. Wir dürfen nicht vergessen, ne? Wir kämpfen gerade eben als Südafrika gefühlt gegen die halbe Welt. Indien, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland. Das ist eine ganze Menge. Also es ist wirklich eine ganze Menge. Und die Reste von Belgien und die Reste von Frankreich. Oder kommen nachher noch mehr dazu. Wie zum Beispiel Griechenland. In dem Moment, wo ich halt irgendwann mal sehe, dass die Briten vielleicht mal anfangen, hier auszudünnen, kann man sich eine Offensive überlegen. Aber noch sind wir nicht so weit. Alleine deswegen, weil uns immer noch 720 Knarren fehlen. Sehen wir es mal zu, dass unsere Männer hier entsprechend die Bewaffnung bekommen. So. Der Witz ist, ich bin in jeder Situation früher oder später in einer solchen Stall-Situation gelandet. Manchmal hier oben, jetzt halt mal hier. Aber ich habe mich absichtlich zurückgezogen, weil es für mich offensichtlich war, dass es hier oben nicht haltbar ist, weil ich einfach eine schlechtere Versorgungslage habe. So, hier kommt mal wieder der Versuch, dass wir jetzt hier attackiert werden. Ich habe keine Ahnung, warum. Ach, deswegen. Das ist natürlich jetzt hier semi-geil. Da bin ich ja froh, dass er jetzt hier gerade eben aufpasst mit dem Panzer. Nee, das lassen wir gerade eben mal noch so. Weil wenn ich das jetzt hier mit reinnehme, dann will der halt wieder bis ganz da oben sich das holen. Es ist so zum Brechen. Dann muss ich tatsächlich einfach nochmal einen ganz normalen davon jetzt hier ausbilden. Und dann im Zweifelsfall einfach dahin parken. Da haben sie angegriffen, werden aber hier schon direkt abgefangen. Hier wurden sie abgewehrt. Der Panzer scheint was zu können. Problem ist, uns fehlt immer noch die Munition. Ja. Kann ich noch irgendwo was erbetteln, irgendwas erschnorren? Italien, komm. Wir sind doch auf derselben Seite. Italien sagt ja. Ich glaube es nicht. Was sagt Spanien? Spanien, wir sind doch auf derselben Seite. Spanien ist da anderer Meinung. Vichy Frankreich, wir sind doch auf der... Ihr wisst schon, was ich sagen will. Sagen ja. Jedes bisschen hilft. Deutschland, komm, Leibpacht anfragen. Wie sieht es mit Zusatzausrüstung stattdessen aus? Nee, also Deutschland ist halt einfach böse. Das merkst du einfach. Die hassen einfach alles. Leibpacht anfragen. Er sagt nein. Nein, okay. Was ist mit Bulgarien? Vielleicht noch ein bisschen früh für Bulgarien, oder? Nee, Bulgarien sagt ja. Da sagen sie nein. Also ich nehme auf jeden Fall die Knarren. So, das ist schon mal ein guter Anfang. Das Problem ist, mir fehlen jetzt halt einfach hier komplett die Konvois. Die müssen jetzt halt erstmal alles jetzt hier Stück für Stück abarbeiten. Das kann eine Weile dauern. Bin gespannt. Wo ist eigentlich der Panzer hin? Der Panzer ist gegangen. Der Verräterpanzer aus Russland. Oh mein Gott, ey. Tja. Haben wir wieder 9 Fabriken hier. Aber immerhin stehen wir es ja. Guck mal hier. Die haben jetzt hier wirklich Versorgungsprobleme. Darauf habe ich gebaut. Und hier sind die belgischen Truppen. Die haben auch nicht mehr so viel. Die verlieren jetzt hier richtig an Material. Und darauf baue ich gerade eben. Dass die jetzt hier so ein bisschen aufs Maul bekommen. Und wir uns jetzt hier gerade eben erholen können, Freunde. Auch wenn es eine ganze Ecke dauern wird, wie ihr hier seht. So, wir haben die schweren Maschinen jetzt hier uns gesichert. Und jetzt Handelsschützen, nee. Holen wir uns einen Bonus auf Landdoktrin. Wir holen uns jetzt einen Bonus auf Landdoktrin und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, meine lieben Freunde. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit, ne? Tschüss und Ade.